Robert behauptet, ich kenne alle 206 Knochen des menschlichen Skeletts mit deutschem und lateinischem Namen besser als Frau Dr. Maria Furtwängler. So viel Zeit muss sein. Die Regeln besagen, die Kontrahenten müssen jeweils 5 Knochen erkennen können. Beide tun dies abwechselnd. Jeder Knochen muss mit deutschen und lateinischen Namen benannt werden. Für den Fall eines Gleichstandes gibt es eine Stichfrage. Wer hier am schnellsten die Antwort weiß, der hat gewonnen. Und Robert beginnt. Klein gegen groß. Auf los. Geht's los. Hier kommt der erste Knochen für Robert. Oder auch nicht. Doch, doch, der kommt. Dauert, bis so ein Skelett in Bewegung gebracht wird. Ah. Das ist das Brustbein. Aber es gibt ja 3 Teile davon. Einmal das Manubrium, das da oben, das, den Handgriff. In der Mitte den Corpus Sterni und unten den Procestus Xiphoideus. Okay. Aber das alles zusammen ist das Brustbein, das Sternum. Wir haben das vernommen. Und hier steht es, dass das alles vollkommen korrekt und richtig benannt wurde. Das heißt, damit geht der erste Knochen auf dein Konto. Hm? Sag mal, aber ich muss nicht auch noch die unterschiedlichen Teile und so Sachen. Ja. Du kriegst jetzt der Spannung halber auch einen anderen Knochen. Ne? Hier ist der erste Knochen für Maria. Das ist nicht so. Ah. Naja, das kann sogar ich. Ja? Das ist die Scapula. Scapula? Das, Schulterblatt. Okay, gucken wir, ob das stimmt. Das Schulterblatt, Scapula. Auch für Maria der erste Knochen. Richtig benannt. Ich hätte natürlich jetzt auch noch die unterschiedlichen Teile, aber ich wollte das jetzt hier nicht wirklich aufhalten. Ne? Sprengt ja auch so ein bisschen die Sendezeit. Klingt auch wirklich angeberisch. Nächster Knochen, zweiter Knochen für Robert. Das ist der obere Halswirbel, also der oberste Knochen der Wirbelsäule und wird auch Atlas-Knochen genannt. Und ich weiß sogar, wo der Name herkommt. Das kommt von diesem griechischen Gott Atlas. Mhm. Der musste ja die Welt auf seinen Schultern tragen und der Atlasknochen muss ja jetzt den Schädel tragen. Und das sind ja so ähnliche Aufgaben. Ah, okay, wegen dem. Okay, alles klar. Das ist der gerne mal rausspringt, ne? Ja. Der Atlas. Nee. Ne? Nee? Das wäre ja nicht so gut, wenn der rausspringt. Nee, aber nee, wieder. Aber der Diskus, ich bin schon so gaga, der Diskus kann rausspringen. Ja? Aber da oben wäre es schon sauber. Ich dachte, der Atlas kann auch mal blockiert sein. Nee, also wir gucken, ob das stimmt. Blockiert, aber nicht raus. Okay, wir gucken, ob das stimmt. Das ist der Atlaswirbel. Absolut korrekt benannt. So, Maria, jetzt ist es wieder für dich Zeit und Möglichkeit, dein Wissen anzubringen, der zweite Knochen. Oh Gott. Ach so. Ja, das ist die, das ist der deutsche Ausdruck. Also daneben rechts ist das Schienbein oder rechts. Du kannst es mir auch auf Französisch sagen. Das Äußere ist diese Fibula. Fibula. Ja. Oder, warte mal. Tibia Fibula, natürlich, das ist doch die Fibula. Möchtest gucken, du kannst auch ran. Also, Fibula, das nennt man das im Deutschen. Sie haben so komische Ausdrücke. Erwartet ihr von mir keine Hilfe? Ich bin planlos. Ja, das ist Fibula, ne? Fibula und auf Deutsch? Wadenbein. Wadenbein, Fibula. Okay, dann schauen wir doch mal, richtig, ob das richtig oder? Ist. Wadenbein, Fibula. Ich wusste, dass sie tief gestapelt hat. Hm? Wadenbein, Fibula. Ich laufe jetzt auch warm gerade. Ja. Lade gerade Informationen von vor einigen Jahren. Hm? Ich glaube, es war früher schon so. Ne? In Prüfungen war es immer gut. Das stimmt. Ja. War immer gut in Prüfungen. Robert, dritter Knochen für dich. Heieiei. Das müsste das Sprungbein sein, der Talus. Du sagst das Sprungbein, Talus. Wir gucken. Sprungbein, Talus ist korrekt. Dritter richtiger Knochen für Robert und hier kommt die nächste Aufgabe für Frau Dr. Furtwängler. Okay. Tipp? Ich glaube, das ist der Moment, wo der Tipp nötig wird. Ja, das ist so klein wie eine Erbse. Aus Pisiforme. Wie heißt es? Bist du einverstanden? Ja. Und auf Deutsch Erbsenbein, oder was? Nee. Doch. Erbsenbein? Ja. Wirklich? Noch nie gehört. Ja, gut. Auf
das Pisiform und das Erbsenbein. Erbsenbein? Erbsenbein. Das Erbsenbein aus Pisiform. Ja. Aber ohne Robert hätte ich keine Chance gehabt. Ich hätte es nicht gewusst. Keine Chance ohne ihn. Aber das war ja abgemacht. Kann man sich aber eigentlich ganz gut merken, ne? So kleines. Du hättest es gewusst, oder? Ja. Ich kenne das Überbein, das ist aber in der Nähe. So, der nächste Knochen für Robert. Es steht unentschieden, 3-3. Das ist natürlich der Unterkiefer, die Mandibula. Aha. Hammer hatte Unterkieferknochen, Mandibula. Richtig. Hey, das tut weh, wenn der... Wenn der bricht, ne? Wenn der bricht. Henry? So, Maria, gucken. Nur noch mit hier. Oh Gott. Also auf Lateinisch, also auf Französisch ist le front, aus frontalis. Aha. Und auf Deutsch wird es was? Stirnknochen? Das weiß ich nicht, warte, das musst mal, du auf sagen. Deutsch. Stirnknochen, oder was soll es sonst heißen? Ist die Stirn auf Deutsch? Stirnknochen. Stirnknochen. Aus frontalis. Schauen wir mal, ob wir das... Stirnbein. Ja. Ja. Ist okay, oder? Robert, ja, lassen Stirn. Wir gelten. Das können wir gelten lassen, oder? Stirnbein. Stirnknochen aus frontale. Stirnbein. Ist ja vielleicht dann auf Lateinisch sogar... Ist ja auch doof, da oben hat man doch wirklich kein Bein, da wäre Knochen besser. Nee, ist komisch, ne? Da denkt man immer nicht dran. Ja? So, Robert, es steht unentschieden. Nicht, dass dich hinterher noch ärgerst, dass du den Tipp gegeben hast. Dein letzter Knochen. Aber bei der Beschleunigung ist er. Das ist das Würfelbein aus Kuboideum. Würfel? Würfelbein aus Kuboideum. Okay, wenn du das sagst, schauen wir, ob das stimmt. Und das ist richtig. So, Maria, du hast es jetzt selber in der Hand, das Unentschieden herbeizuführen. Dein letzter Knochen, der entscheidende in diesem Duell. Wenn Maria ihn weiß, dann gibt es eine Stichfrage. Wenn nicht, hat Robert gewonnen. Das ist gemein. Es gibt so ein Handwurzelknochen. Es gibt den. Das Handwurzelbein. Maria spielt gern, mediales, aber verlieren ist nicht so Wurzelbein aus... Du sagst Handwurzelbein. Handwurzelus medialis aus Fraktotum. Okay, Ahnung. Wir gucken. Aber aus Fraktum, ob es irgendwas in der Richtung ist. Wir gucken drauf. Hier ist die Auflösung. Das weiß ich doch, Capitatum. Das Kopfbein wäre es gewesen. Damit kann man ja auch nun wirklich nicht rechnen, nein, dass das Kopfbein auch ausgerechnet an der Hand ist. Das ist sauber. Ich hatte keine Chance gegen dich, Rolf. Bleib hier. Maria, auch wenn du solche Momente hast, ja, ungern. Es ist ein bisschen wie beim Mensch, ärger dich nicht. Ja? Der Robert, der hat hier eine tolle Leistung gezeigt und ich glaube, da können wir nichts gegen sagen. Er ist ein würdiger Sieger im Medizinduell. Herzlichen Glückwunsch. Super gemacht hast du das. Du warst chancenlos. Ich war chancenlos.